Herr Ströbele, was erwarten Sie denn heute von dem Gespräch mit Generalbundesanwalt Harald Range im Rechtsausschuss? Na, erstmal ist gut, dass der Generalbundesanwalt hier ins Parlament kommt, zum Rechtsausschuss. Noch besser wäre, wenn er uns heute mitteilt, dass er die Ermittlungen aufnimmt. Schlecht wäre, wenn er uns sagt, dass er nur Ermittlungen durchführt wegen des Abhörens des Handys der Kanzlerin und nicht wegen der Handys und der Telekommunikationsverbindung von zig Millionen Deutschen. So kann es ja auch nicht sein, sondern das Hauptdelikt, was hier zur Diskussion steht, ist ja die massenhafte, verdachtslose Ausspähung von erheblichen Teilen der Bevölkerung. Sie zielen ab auf Meldungen, die es heute Morgen gab. Demnach will Harald Range, der Generalbundesanwalt, eventuell, wir wissen es noch nicht, Ermittlungen einleiten wegen des Verdachts der Spionage, Ausspähung des Handys der Kanzlerin, aber eben nicht, was diesen zweiten Prüfvorgang betrifft, nämlich dieses massenhafte Ausspähen. Warum ist das Ihrer Ansicht nach dann der falsche Weg? Na, die Telekommunikationsverbindungen, und zwar alles, Handys, Telefone, E-Mails der Gesamtbevölkerung, sind ja noch wichtiger als das Handy der Kanzlerin und deren Telefonate, obwohl ich das gar nicht kleinreden will. Auch das ist überhaupt nicht in Ordnung und ist auch eine strafbare Handlung in Deutschland. Ich will aber auch vom Generalbundesanwalt hören, warum das so lange gedauert hat. Über ein halbes Jahr liegen eigentlich die Fakten auf dem Tisch. Es gibt auch eine Bestätigung, dass das Handy der Kanzlerin abgehört worden ist, etwa gegenüber dem deutschen Europaabgeordneten Elmar Brok, aber auch andere genügende Hinweise. Die Ermittlungen hätten längst mit Volldampf geführt werden müssen. Warum dauert das so lange? Und vor allen Dingen, warum bedurfte es des Drucks der Öffentlichkeit, dass offenbar der Generalbundesanwalt jetzt wahrscheinlich zu dieser Teilentscheidung kommt, die ich begrüße, aber falsch ist, dass er die Massenausspähung der deutschen Bevölkerung beiseite lässt? Ja, wenn es denn so sein sollte, Sie sagen Druck der Öffentlichkeit. Glauben Sie, dass Harald Range seine Entscheidung eventuell deswegen revidiert hat, weil es in der letzten Woche, als diese Meldung kam, angeblich wolle er nicht ermitteln, gab es Empörung über alle Parteien hinweg und auch mediale Aufregung. Und dann spielt ja auch noch eine Rolle, wie sich die Bundesregierung im Hintergrund verhält. Wie deuten Sie das? Was hat da eine Rolle gespielt, eventuell für diese Entscheidung von Harald Range? Naja, wir haben ja immer wieder in dieser ganzen Spionage-Affäre, dem Skandal, die Erfahrung gemacht, dass es des Drucks der Öffentlichkeit bedurft hat, um überhaupt einen Untersuchungsausschuss zustande zu bringen, um eine Entscheidung zustande zu bringen, dass Edward Snowden gehört werden soll. Das wurde ja erst lange Zeit geleugnet, das ist nicht notwendig, es gibt gar keinen Anlass dafür, bis das Unverständnis in allen Medien und von Vertretern aller Fraktionen und Parteien dazu geführt hat, dass da ein Umdenken auch bei der Bundesregierung offenbar stattgefunden hat. Und ich nehme auch an, dass die Entscheidung, wie auch immer sie jetzt ausfällt vom Generalbundesanwalt, dass die in, ich sag's mal, Einvernehmen oder in Absprache mit der Bundesregierung, möglicherweise mit dem Bundesjustizminister getroffen wird. Deshalb ist er nicht falsch und es ist ja auch gut, wenn die Öffentlichkeit Eindruck macht bei der Bundesregierung und bei der Generalbundesanwaltschaft. Aber jetzt muss dann auch wirklich ermittelt werden und müssen die Fakten auf den Tisch. Und übrigens auch der Zeuge Snowden ist auch für den Generalbundesanwalt ein Schlüsselzeuge. Auch da muss er sich jetzt bemühen, dass er irgendwie an den rankommt und eine Aussage von ihm bekommt in Deutschland. An dem Zeugen Snowden ist ja vor allem der NSA-Untersuchungsausschuss erstmal dran und gefragt. Morgen tagt er wieder, dann werden Sie sich mit dieser Frage beschäftigen. Bleiben wir noch einen Moment bei der Frage, wie unabhängig der Generalbundesanwalt ist. Der Generalbundesanwalt ist ein politischer Beamter und weisungsgebunden gegenüber dem Bundesjustizministerium. Wenn wir jetzt diesen zweiten Prüfvorgang anschauen, nämlich die mutmaßliche Massenausspähung deutscher Bürger, würden Sie so weit gehen, dass der Bundesjustizminister
anweisen muss, dass auch hier Ermittlungen aufgenommen werden? Da sind wir sehr vorsichtig. Wir wollen eigentlich auch unabhängig handelnde Staatsanwälte und auch einen unabhängig handelnden Generalbundesanwalt. Aber es gibt eine Vorschrift im Gerichtsverfassungsgesetz, die ganz klar sagt, dass die Staatsanwaltschaft, hier der Generalbundesanwalt, an Weisungen gebunden ist, die vom jeweiligen Ministerium, Landesministerium oder hier dem Bundesjustizministerium ausgesprochen wird. Aber wir wollen eigentlich nicht, dass die Justiz da hineinregiert, sondern die kann überzeugen, die kann mit ihm reden. Und der Generalbundesanwalt ist auch gegenüber dem Justizministerium rechenschaftspflichtig. Ich nehme mal an, dass die ohnehin immer wieder miteinander reden und dass da auch solche Entscheidungen diskutiert werden. Es geht darum, um Überzeugung, meiner Meinung nach, und nicht um Anweisung. Schauen wir noch mal auf die Überschneidung der Arbeit des Generalbundesanwaltes und hier des NSA-Untersuchungsausschusses im Bundestag. Welches Signal oder welche Konsequenz hätte es denn, wenn der Generalbundesanwalt Ermittlungen aufnimmt oder eben nicht aufnimmt auf die Arbeit des NSA-Untersuchungsausschusses? Also formal sind natürlich die Ermittlungen des Untersuchungsausschusses und der Bundesanwaltschaft völlig unabhängig voneinander. Aber es ist gar keine Frage, in vielen Untersuchungsausschüssen gab es nicht nur die Ermittlungstätigkeit des Ausschusses, sondern ich sage geradezu unterstützt, manchmal Hand in Hand wurde ermittelt, auch bei anderen Untersuchungsausschüssen von der Staatsanwaltschaft, von der Generalbundesanwaltschaft. Und da können wir auch von leben, von Ergebnissen des Generalbundesanwalts bei seinen Ermittlungen. Die werden sicher auch in die Arbeit des Untersuchungsausschusses einfließen. Da gibt es auch so etwas Ähnliches wie eine Amtshilfeverpflichtung. Also auch da, unsere Arbeit im Untersuchungsausschuss würde sehr stark unterstützt, wenn der Generalbundesanwalt endlich seines Amtes waltet. Vielen Dank.